Dann reiten wir mal, aber zuerst schauen wir natürlich nach der Verteidigung. Waffenprä, wenn du den Gegner. Wo machen wir einfach mal das? Keine Ahnung, ob es groß was bringt. Ja, die Frage ist natürlich, ist das jetzt schlau, dass wir denen hinterher reiten? Nachher heißt es, wir hätten sie verfolgt, ne? Was soll ich ihm sagen? Ja. Keine Sorge. Mir fällt schon was ein. Ja. Tja. Hoffentlich ist er dort. Ich will damit sagen, Hut ab, Heinrich. Ja. Ich hätte das nicht gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich muss. Upala. Hängen wir ein bisschen hinterher. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ja. Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratei nachgejagt. Ja. Du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an. Zwei Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein. Ja, naja, gut. Setzen wir es mal gleich. Warum können wir nicht das Tempo von dem hier halten? Das ärgert mich. Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Ja. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratei und meine Leute tun. Großes. Ja. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Ja. 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 Hoppala. Ja. Er ist ein Adliger. Ja. Ich auch. Naja, gut, das ist natürlich kein Garant dafür, dass er das Wort hält, ne? Also ich gehe davon aus, dass es jetzt einen finalen Kampf gibt. Ich bin gespannt. Oh, wir haben sogar Verstärkung. Keine Spur von Ihnen. Weiter. Dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich.
Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Da hat er gar nicht Unrecht. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Ja, das wohl ist. Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Das Spiel ist rum. Ich muss vorab jetzt schon mal sagen, also das Ende war anders, wie ich es gedacht hätte. Also ich hätte es mir echt anders da vorgestellt. Allerdings muss ich auch sagen, es ist cool, weil, also wenn es jetzt hier keinen zweiten Teil davon gibt, ne, dann bin ich stinksauer. Es muss einfach einen zweiten Teil geben. Und wenn der kommt, wird es den natürlich auch hier auf dem Kanal als Let's Play geben, wenn es den Kanal dann noch gibt. Aber ansonsten, was soll man sagen? Also, ich habe ja gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, demfalls könnt ihr mich natürlich verbessern. Es ist das erste Spiel dieser Entwicklerfirma, oder wie man das nennt. Und ich muss sagen, das Spiel war Weltklasse. Am Anfang hattest du ein paar Macken, also das zum Beispiel das mit dem Speichern und alles, das war dann doch, ein bisschen ärgerlich. Ne? Hat sich dann natürlich wieder verbessert, Hut ab. Ja, die erste Schlacht, ich weiß nicht, ob ich da nicht stark genug war oder warum das so schiefgegangen ist. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil ich scheiße bin. Also wer das Let's Play verfolgt hat, der weiß, ich bin kein guter Kämpfer, kein guter Bogenschütze, kein guter Ritter. Ich bin einfach nur ein Mörder, Plünderer und Saufbold. Aber es hat mir trotzdem Riesenspaß gemacht. Die DLCs waren klasse. Obwohl ich zwei ja nicht habe.
Aber das werde ich jetzt nebenbei machen, dafür, das wird es hier nicht im Let's Play mehr geben. Also ich kann alles in allem sagen, es ist wirklich ein geiles Spiel, es hat Spaß gemacht. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Also von den Nebenmissionen her, es ist gigantisch. Man kann etliche Stunden lang zocken. Wirklich stundenlang, also das ist nicht übertrieben. Es gibt jetzt noch so viele Nebenmissionen, die man machen kann. Und vor allen Dingen sind die Nebenmissionen auch so gemacht, dass man halt eben meint, man wäre wirklich in der Hauptstory. Also es wird im Spiel eigentlich nie langweilig. Und ja, also mich hat es wirklich richtig gefreut. Hat auch viel Spaß gemacht, auch wenn ich viel geflucht habe, aber bei welchem Spiel mache ich das nicht? Außer vielleicht bei den Lego-Spielen. Und ja, als nächstes Let's Play bei uns auf dem Kanal wird es dann wahrscheinlich von mir Lego Ninjago geben. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich jetzt noch FIFA fertig aufnehmen muss. Ist aktuell gerade Juni und ja, FIFA muss ich noch fertig aufnehmen. Aber ich denke, jetzt, wo ich hier das Spiel schon mal fertig habe, werde ich dann auch mit Lego Ninjago anfangen. Weil ich hatte dieses Jahr und letztes Jahr mich ein bisschen übernommen. Ich hatte zeitweise, glaube ich, 6 Let's Plays oder so. Und das hat den Rahmen natürlich gesprengt, weil sich dadurch die Spiele auch ewig verzögert haben. Weil ich dann, sagen wir mal, in der 7-Tage-Woche, ich lade jeden Tag ungefähr ein Spiel hoch, wenn es klappt. Und da hatte ich dann in 7 Tagen 7 Spiele und das hat sich dann halt eben gezogen. Das wird es ab sofort dann nicht mehr so geben, sondern eher 2, 3 Spiele. FIFA mal abgesehen, das kommt natürlich immer. Aber wie gesagt, das Spiel an sich, ich kann nicht meckern. Das Mittelalterleben wurde geil gezeigt. Wirklich cool. Man hatte Millionen Möglichkeiten. Also ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel gesehen, was so komplex war. Jetzt sehen wir hier noch einen kleinen Epilog. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bete, dass hier einen zweiten Teil dazu geben wird. Ansonsten bin ich wirklich stinksauer. You very much. You'll be fine. I'm proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. That's for the sword. It's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. Der Vater hat voll, also der Nichtvater hat vollkommen recht. Man muss nicht immer nur kämpfen, töten und morden. Man muss halt eben für die richtige Sache kämpfen. Obwohl wir das auch nicht gemacht haben. Wir haben einfach so viele Unschuldige getötet. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just, I don't know how to address you anymore. All of a sudden, you're Sir Radzik's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you?
Not really. You're as much a lord as I am a nun, and I've never looked good in a habit. Get out of here, or I'll have you clapped in the stocks. Ja, wir haben immerhin ein schönes Zimmer. Ich gehe davon aus, dass man jetzt weiterspielen kann, weil die Story eh weitergeht. Aber was heißt die Story? Also die Nebenmission kann man danach ja weitermachen. Aber wie gesagt, das Let's Play werde ich hier beenden. Es ist eigentlich alles gesagt, was gesagt worden müsste. Es ist alles gesagt worden, was ich sagen wollte. Epilog. Der kommt noch. Okay. Quest begonnen. Epilog. So. Schauen wir mal. Den werden wir uns natürlich noch anschauen. Und dann schauen wir mal. Also ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es jetzt einen zweiten Teil hier gibt. Ich muss mal gucken, ob da schon bei Amazon oder im Internet irgendwo was bekannt ist. Ich hoffe natürlich drauf. Aber ich hoffe natürlich auch auf eine bessere Grafik. Ehrlich, also ich weiß nicht, was da zwischendurch hier los war. Oder ob das an meinem PlayStation lag oder am Fernseher. Kann aber normal nicht sein. Naja, von daher bin ich echt mal gespannt. Also den zweiten Teil werde ich 100% spielen. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wo der spielen wird. Ich gehe mal davon aus, dass man dann Sigismunds Heer besiegen muss. Ich gehe jetzt davon aus, dass das hier so eine Weiterleitung dann zum zweiten Teil werden wird. Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Heinrich, gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an, dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Ja, schauen wir mal, was der Jobst will. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel gesteckt habe. Ich weiß es echt nicht. Also ich schreibe ja immer auf so Zettel beider Seite ich die Folgennamen, die ich mache. Und ich bin jetzt gerade auf der ersten Seite von der dritten Seite und ich habe insgesamt 7. Also das Display wird wahrscheinlich gehen, bis der neue Teil rauskommt. Würde ich mal schwer denken. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kaplan. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher. Der Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Derognaden. Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben.
Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Ja, das Fähnchen im Wind. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein. Nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt? Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Habe ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt.
mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch erging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig. Aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Naja. Ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. So, das wirft natürlich jetzt ein ganz neues Licht auf die ganze Geschichte. Also wollte Wenzel quasi mit seinem Bruder die Macht erhalten. Und es ging natürlich wieder voll in die Hose. Und ja, ich gehe dann davon aus, dass wir dann im nächsten Teil, wenn es soweit kommt, uns dann auf den Weg machen zu dem anderen Ritter auf seine Burg und es da dann von neuem losgeht, würde ich mal so denken. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Kaffern nicht das Wort beteiligt. Du hast also eine Mission. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was... Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ich weiß ja genau, wie das endet. Wird also, ihn nicht klappen. Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Oh. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit.
Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Wer ist dieser Jobst? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch. Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Dann würde er mir auf jeden Fall gefallen. Äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Hat ihn dann super geklappt. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann... Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Berg... Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig. Vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinen Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankt es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind... Ja, Politik, meine lieben Freunde, schrecklich. Blickt keiner durch. Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Rupprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Rupprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Rupprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu... Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch. Aha. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Das stimmt. So. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und... Ich wusste, dass das hier noch so weitergeht.
Hätte ich meine Rede nicht schon zwischendrin gehalten. Gut, dass ich noch nicht beendet hatte. Das wäre peinlich geworden. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchte uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache. Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen, eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zu ne Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kann nur geil werden. Uch, es geht immer weiter. Die letzte Folge wird wahrscheinlich 3 Stunden dauern. Ich hätte sie. Oh, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ah, abgeschlossen. Wenn du möchtest, kann. Ah, okay. Dann werden wir das jetzt mal tun. Ich werde natürlich die Nebenquests. Ich muss schon mal schauen, normal müsste man doch die Nebenquests dann auch noch machen können, oder? Aber wir schauen einfach mal. Ich kann ja immer noch laden, also wenn ich für mich selber spielen will. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ja. Nun denn, aufsitzen! Der Herr. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Mit dann wahrscheinlich 2 Karten. Also wahrscheinlich sind wir dann bei der anderen und hier wieder. Dann schauen wir mal. Dann geht es wahrscheinlich dann gegen Sigismund. Tipp ich mal. Wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe zumindest, dass es so weit kommt. Dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören.
Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Boah, hat er nicht gesagt. Ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch. Hupala. Ich wollte eigentlich nur nach hinten schauen, wer uns, uns begleitet gar keiner. Okay. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein, und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Ja. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Scarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Scarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh, ja, ja, ich kann den Sigismund auch schon verstehen, auch wenn man vielleicht nicht so hätte vorgehen können, vorgehen müssen. Aber ich verstehe schon genau, was hier abgeht, also. Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Ja. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja, er schafft es nicht einmal einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Ja. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn die Burg wirklich so geil sein soll. Ich bin echt gespannt. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Da hat er auch gar nicht so Unrecht.
Hier hätte man auch so machen können, dass man nicht selber reitet. Wäre doch wesentlich angenehmer gewesen, einfach da zuzuschauen, wie sie wegreiten, ein bisschen zuzuhören. Jetzt kommt gar nichts mehr. Da ist noch der Hof, wo niedergebrannt wurde. Alles schon so lange her. Wer hätte gedacht, dass ich das Spiel hier mal durchbekomme? Ich hätte mir die letzte Schlacht doch deutlich länger vorgestellt. Aber das Ende war auf jeden Fall, das haben sie cool gemacht. Also wenn es einen zweiten Teil gibt, ist auf jeden Fall die Überleitung so viel einfacher. Weil man ja immer noch Rache nehmen will. Und irgendwann wird man wahrscheinlich wohl oder übel wieder auf die beiden da stoßen. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich den großen Krieg gegen Sigismund. Da bin ich auch gespannt. Dass es dann vielleicht mal größere Schlachten gibt, wie mit 50 Leuten oder so. So gigantische Schlachten um eine Burg, das wäre mal geil. Oder auch als Verteidiger, das würde ich mir auch wünschen. Wenn so eine Burg angegriffen wird und man ist oben als Verteidiger. Der Herr sei gepriesen. Wärst du lieber in Rathai geblieben, anstatt... Du beliebst zu scherzen. So viel Spaß hatte ich nicht seit... Wirklich? Trotz deiner Blessuren? Eigentlich hast du das Beste verpasst, als ich dich wie ein Getreidesack in den Zinnen schleppte und dich alle für tot hielten. Kann nicht so toll gewesen sein, wenn ich eingeschlafen bin. Und du hättest behutsamer... Ja, na gut, dann überlasse ich dich nächstes Mal einfach Ishtvan. Red keinen Unsinn. Was tätest du ohne mich? Dennoch danke. Jederzeit wieder, mein Herr. Gott sei mit dir. Schau nur mal kurz, wo wir hier auf der Karte sind. So viel Zeit haben wir noch. Ah ja, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Ich gehe davon aus, dass man später dann einfach das Doppelte an der von der Karte hat. Oder nur hier ab und an zurückkommt per Mission. Wie sieht's aus, Heinrich? Aber sicher doch. Endlich komme ich. Recht so. Das Ende, Trophäe erhalten. Epilog abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Das Let's Play ist offiziell jetzt beendet. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna juvat! So, und damit verabschiede ich mich auch. Danke fürs Zuschauen und für das Verfolgen dieses Let's Plays. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim zweiten Teil wieder oder bei den anderen Let's Plays. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach demnächst irgendwo anders. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao, ciao.